Am 4. April lief auf ProSieben Max eine Dokumentation zum WWE Germany Tryout, welches ursprünglich im November 2018 stattfand. Aufmerksame GWF-Fans sahen dabei einige bekannte Gesichter. Dies ist Grund genug, euch diese Wrestler genauer vorzustellen. Ich bin Franz vom Kanal der German Wrestling Federation und hier sind 10 GWF-Wrestler ohne bestimmte Reihenfolge, die beim WWE Germany Tryout waren. Doch bevor wir starten, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren für mehr Wrestling-Content aus Berlin. Ach ja, und tut uns einen Gefallen und aktiviert zusätzlich noch die Glocke. Nummer 1. Dover. Der Hardcore-Hungarian stammt aus Ungarn und seit 2016 sieht man ihn regelmäßig mit seinem Tag-Team-Partner Ikaros in der GWF auftreten. Die Arrows of Hungary sind im Mai 2018 sogar GWF-Tag-Team-Champions geworden und konnten den Titel bis Dezember halten. In wenigen Tagen wird sich Dover einer Schulteroperation unterziehen und ist somit die nächsten 4-6 Monate leider nicht ringtauglich. Nummer 2. Wesna. Die gebürtige Kroatin ist mit 35 Jahren die älteste im Teilnehmerfeld. Dafür bringt sie 20 Jahre Wrestling-Erfahrung auf der ganzen Welt mit sich. Als erste Frau in der GWF Training School hat sie später zusammen mit Blue Nikita und Jazzy Gerbert das Frauenwrestling in Deutschland salonfähig gemacht. Bis heute tritt The Croatian Panther für die GWF und andere Promotions europaweit an. Nummer 3. George Kukas. Aus Syrien zu Armenien, zur Türkei und schließlich in Deutschland angekommen, begann die Wrestling-Karriere dieses 2-Meter-Mannes. Ausgebildet in der GWF Training School machte er sich nun europaweit einen Namen. In der GWF war George bis vor kurzem Teil des Stables Group Anarchie und hat sich wenige Zeit später dem dreifachen World Champion Pascal Spalter angeschlossen. Nummer 4. A-Buck. Obwohl der Kongolese, ansässig allerdings in Frankreich, erst 23 Jahre alt ist, hatte er sein Debüt bereits 2012. 2018 allerdings machte er auf sich aufmerksam als Teilnehmer der zweiten Staffel von GWF Who's Next, der Wrestling Casting Show. Er konnte die Zuschauer und die Jury überzeugen durch seine Intensität und durch sein Charisma. The Feet of Jesus schaffte es allerdings leider nur bis ins Halbfinale. Nummer 5. Cesar Volto. The French Sensation gehört mit zu den spektakulärsten Wrestlern, die die GWF zu bieten hat und versetzt die Zuschauer seit 2017 regelmäßig ins Staunen. Viele seiner Matches sind bis heute in Erinnerung geblieben, wie zum Beispiel sein 2-out-of-3 Falls Match gegen El Fantasmo, welches eine Standing Ovation bekam. Aktuell ist der 25-jährige GWF Tag Team Champion an der Seite von Oliver Carter. Nummer 6. Melanie Gray. The Sinister Fairy Godmother erinnert nicht grundlos des Öfteren an verschiedene Disney-Figuren. Als fester Teil der GWF Women's Wrestling Revolution bleibt die Coburgerin GWF-Fans jedes Mal in Erinnerung, in welcher Art und Weise, sei dahingestellt. 2018 fand sie sich in einem Liebesdreieck wieder mit Audrey Bright und Vincenzo Cocotti, welches sein Finale bei Revolution 9 in einem Loser Leaves GWF-Match fand. Nummer 7. Lucky Kid. Ohne Frage gehört dieser Mann wohl zu den Wrestlern, die aktuell in Europa am gefragtesten sind. Ausgebildet in der GWF Training School feierte der Löwe 2008 sein Debüt. Lange zusammen mit Tarkan Aslan im Tag Team Young Lions unterwegs, feierte er in den letzten Jahren erste Singles-Erfolge, unter anderem mit dem Gewinn des GWF Berlin Titles und des 16 Karat Gold Turniers 2019. Nummer 8. Slammerella. Die Rainbow Warrior Queen begrüßt ihre Fans mit Seifenblasen und Einhornreferenzen bei ihrem Einzug bzw. bei ihren Matches. 2017 hat man sie erstmalig in der GWF gesehen und seit jeher ist die Österreicherin Teil der GWF Women's Wrestling Revolution. Nummer 9. Die Trainer. Ja, wir wissen, das ist ein bisschen geschummelt, aber wir wollen nicht den Fakt außer Acht lassen, dass 3 der Coaches dieses Tryouts ebenfalls Teil der GWF einmal waren. Zunächst einmal hätten wir da Fabian Eichner und Marcel Bartel, welche nun bei NXT UK als European Union im Tag Team antreten. Aber auch die britische Wrestling-Legende Robbie Brookside war 1999 und 2000 ein Teil der langen Geschichte der German Wrestling Federation. Bevor wir nun zur Nummer 10 kommen, pausiert einmal dieses Video und sagt uns in den Kommentaren, wer euch in der Doku bisher am meisten überzeugt hat. Falls ihr die ProSieben Max Sendung noch nicht gesehen habt, verlinken wir euch in den Kommentaren auch noch einmal die Wiederholung. Nummer 10. Oliver Carter. Ja, Mann! Der Predator Slayer, der Schweiz Ghanaer, gehört wie Cesar Volto wohl zu den spektakulärsten Wrestlern, die GWF zu bieten hat. Kein Wunder, dass diese beiden auch aktuell Tag Team Champions sind. Zusätzlich hat die WWE angekündigt, dass Oliver Carter sie sehr überzeugte und haben ihnen dann sogar einen WWE NXT UK Vertrag angeboten. Oliver Carter wird sein nächstes GWF Match am 6. April bei GWF Blockbuster bestreiten. Die German Wrestling Federation veranstaltet jeden Monat in Berlin. Hier sind für euch die Termine fürs Jahr 2019. Kommt vorbei und bringt eure Freunde mit. Tickets gibt es auf gwf.tickettoaster.de. Link ebenso in den Kommentaren. Nicht vergessen, diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Das war's. Haut rein.